once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone, and they had to find a new home. They started a journey through the great big forest. The wolf brothers wandered for days and nights, learning how to live on their own for the first time. They slept in the backwoods among creepy creatures and barely ate anything. They eventually found a peaceful orchard and were able to eat in peace. But they didn't know. Hunters tried to tie them up, but the wolf brothers managed to escape with the help of a friendly bear. He showed them how to survive and helped them find a warm camp for the night. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. That's how they found themselves even further, headed to the faraway land of their pop, where they hope to find peace. An unsere Großeltern. Dezember 2016. Im Wald. For you a few days ago. Die Macht ist stark, unser junger Padawan. Let's try to lift something else. Not too heavy, though. I'm a little tired. Trüffel. Lassen. You could try and lift Mushroom. Are you kidding? I don't want to hurt her. Yeah, you're probably right. Let's leave the puppy out of this. Wir haben jetzt wie in. Ich habe zwischendurch mal hier die. Hier Captain Spirit durchgespielt. Ich weiß nicht, ob ich das euch jetzt. Ich weiß nicht, wie ich das reinpacken werde. Die Parts sind bereits geschnitten und hochgeladen, bevor ich mit diesem Part angefangen habe, mit der neuen Episode. Vielleicht schneide ich es euch auch dazwischen. Ich weiß es nicht. Kommt darauf an, wie relevant das jetzt wird, wenn das dann. How about those cans? Can you fly them all together without dropping any? Sure. Wenn nicht, mach das als Bonus-Episoden hinten dran. Ist ja fast ein eigenes Let's Play. You're getting way better at this. Okay. Let's show Daniel some more stuff to play with before we call it a day. Stein. Sometimes he looks so scared of himself. We need to work this through. How about that one? I can do it with the small rocks, but not the big ones.
You can do this. Trust me. Just relax. Focus. Als ob er jetzt einfach ein Jedi-Ritter ist. I'll try. Er nutzt die Macht. Und hebt Steine an. Oha. Wow. Nicht übel. Whoa, holy shit. I did it. Like a boss. You're getting good. Anakin wäre neidisch auf ihn. That was the biggest rock ever. Come on, dude. That's just the start. Let's try something else. Cool. You're like Coach Aaron. You're my power coach. A snowball fight? Not yet. This is a new exercise, young apprentice. See if you can stop this in the air. Cool? Okay, but you better not hit me. Like that time you gave me a bruise? Serious. You won't let me, right? Try it. Sei doch komplett. Jedi-Ritter. Oh nein. Nicht böse sein. Pass den Wurfstecker an. Nee, das mache ich nicht. Nee, nee, nee. Auf keinen Fall. Sean! You suck! I said don't hit me, jerk! Sorry, I thought you would stop it. Serious. Training. Wow. Oh, that sucked. How about one more? Ich will es nicht, aber ich meine, das hier, momentan ist es einfach fürs Training. Ich meine, da wird er uns böse nehmen, oder? Einfach fürs Training. Yes! Look what I can do, Sean. I knew that you could. Momentan sind es Schneebälle, später. You, ja. You're a master sagen. Student. Hey, that still sounds bad. Später werden böse Leute. You're not getting better. I told you. I'm fine. Muss man trainieren. Just a little beat. Well, you need to rest now. Superhero. Can we go back? Ich gehe glatt davon aus, dass mal zu solchen Situationen kommen wird. Dass böse Leute Sachen versuchen werden. I really don't like that. I told you. I'm fine. We've just been outside for a while. Feldflaschen. Here we go. Einmal auffüllen, bitte. The helitanker is over the wildfire zone. Get ready for water extraction. Ranger Diaz. Lazy Ranger. I told you not to bust out your power whenever- Sean, the water's fucking cold. Oops. Sorry. I said fucking. Yeah, dude. Watch it. Seriously. Okay. Dem hier keine falschen Wörter beibringen. Der ist doch ganz jung. What did you find, Shroom? Finding that house was a miracle. But I'm afraid we can't stay here much longer. Not again. Gotta leave these poor bunnies alone. Altes Kanu. The family who owned that cabin really seemed to enjoy themselves here. Why never come back? Schneemänner. Daniel's definition of a cool snowman. I like it. We really nailed it with his two-headed snow ogre. Yeah, they're really badass. Ach, ihr habt ihr gebaut. Mushroom isn't even afraid of them anymore. Right, puppy?
Must have been a really sweet spot to get a tan in the summer. Aha, die haben ja wohl schon so ein verlassenes Haus, wo schon ein paar Tage geblieben sind. Oder nicht? Again, you eat like a bear, but you don't gain any weight. Erstmal hinsitzen, ohne zu untersuchen, ob da jemand oder vielleicht jemand ist. We're so lucky we found that old cabin. Ach so, haben wir gefunden, das ist hier. Ja, ich will hier gerade, wir können später nochmal hinsetzen, ich bin gerade ein bisschen. Yeah, not my kind of weeds. Also scheinbar waren die schon hier und wohnen hier schon ein paar Tage, der verlassenen Bude, aber ein paar Monate oder Wochen. Und ich wollte mich da nicht auf die Veranda setzen. Von meiner Warte aus war das gerade so, wir sind auf einem Haus, wo eventuell, wer weiß nicht, jemand drin ist oder nicht. Einfach auf die Veranda setzen und. Dude, that cough doesn't sound too good. Nah, I'm okay. Just cold. You kicked ass today. Level up. I did. That was so cool. It's getting easier every day. Oh no, Sean. This is a haunted house. More like, uh-oh, it's time to go over the rules. I told you about showing off. I was just... Whatever. Dude, I know the rules. Let's find out. What's the first one? Hide your power. If you spin one plate in a diner, what happens? People will freak out. And when people freak, what do? They call the cops. Exactly. The second rule is... Don't, never talk about it. Wow. Nice, Daniel. Because that's usually the hardest rule. Sorry, hast du. Shut up. And the final rule? I know. Come on. You can do it. Okay. Avoid danger? Run from danger. This is the most important one. You know why? Warum ist dann nicht Regel 1? I mean, with my power I can help us. Negative Frage. Only as a total last resort. How will I know that? If there's any other way of helping, do that first. Maybe if I had used it before, Dad might still be here. Ja, aber es ist so, wie es ist. Daniel, you didn't even know. That shit was out of your control. But look what happened to the policeman. Maybe this power is a curse or something. Hey, es ist nicht deine we Schuld, have no clue what happened. Kleiner. And it's not your fault. Auch nicht seine. Don't worry, Mushroom. I'm okay. Good puppy. She must be hungry. What about you? I'm always hungry. Then let's grub out. I'll make us some dinner. Yeah. Before she eats us. Okay, schauen wir uns ein bisschen um. Wo ist das Boot? Da bin ich interessiert dran. He's definitely a fast learner. Maybe too fast. November 10, erste First Lesson. Aha, okay. Also mindestens seit dem 10. November sind wir hier. Also schon fast den ganzen Monat. Erste Stunde fliegende Flasche, Zweige und Blätter,
Kleine Steine, großer Stein, Schneebälle. Er lernt dazu. Machen wir es mal ein bisschen wärmer. Hast du nicht das Feuerzeug verloren? Zeitschriften. The guy who came here sure had time to kill. We scored with these clothes. Plus 5 street cred. What sadistic scene do you have in mind today? Hey Shroom, you thirsty? Good girl. Sieht so aus. Daniel must have been pissed that day. Don't blame him. Eine glückliche Familie mit ihrem Vater. Es tut weh. Papa und Maggie und John. Ach nö. Poor guy. Verständlich. I guess kids have to grow up anyway, right? Papa Hero. P.O. Box 367. Cascadia, Oregon. Hey Papa, sag Hallo zu den kleinen Mädchen in Miami. Ja, hier scheint die Sonne und es brennt. Ich liebe es. Tom kennt jeden und ich warte die ganze Zeit drauf, Scarface zu sehen. Wir bleiben in der Wahnsinnswohnung seines Freundes, mit Sicht auf den Strand und Balkon. Ich komme mir so verwöhnt vor, doch ich weiß, dass John in einem Schloss in Alpen ist, also habe ich kein schlechtes Gewissen. Außerdem gefällt es mir hier sehr. Echt toll, das neue Jahrtausend auf dieser Weise zu verbringen, zu beginnen. Ich vermisse die Urlaube in unsere geheimen Hütte, aber nicht die Waschbären in meinem Zimmer. Hoffentlich kannst du uns bald besuchen. Liebe euch alle, Maggie. Eine intakte Familie. Schmerzhaft. I wish I helped Dad more with the house chores back then. Wish I had more than tobacco, to be honest. There was a little bit left when we came. Pretty disgusting, but helps staying warm. Feels almost good to be cut off from everything. Das Telefon ist natürlich abgeschaltet. No more indoor training sessions. Pro tip: always boil the water. Unless you want Daniel spraying nasty things on both ends. Hello, Motel Room Soap. Das war hilfreich, die mitzunehmen. No way I can give any of these to Daniel. Too risky. Once you get used to squatting, it's not so bad. It feels weird to loot other people's clothes, but we need the warmth. Hey. I put some clean water in the bathroom so you can wash a little. Okay. Er muss sich nicht waschen. We never found the key to this door. I guess using the sliding door is cool. Okay, das Feuerzeug brauche ich. I hate it when I hear Daniel crying at night. I hate it when I hear Daniel crying at night. Kinda weird to use stranger stuff every day, but not like we have a choice. Griffel. Staying as strong as a rock. Feuerzeug. Sind nicht rund 15. Oh. Schon einiges ausgegeben unterwegs.
Papas Feuerzeug finden. Hast du Trüffel gegessen oder was? Das muss doch hier irgendwo sein. Trüffel gegessen. Mushroom clung to Daniel on the first nights. But now she loves her bed by the fire. Ready for today's training, puppy? Sit. Shroom, sit. Seriously, girl. Sit. Mushroom, sit, girl. Auf ihn Are you kidding me? You just don't know how to talk to her. I'll remember this, traitor. Daniel needs a doggo friend. Daniel's Tasche. I feel so far away now. Tanzapfen. Himmel, ich weiß nicht, warum denn er die weiter sammelt. Tanzapfen. Gestohlenes Spielzeug. Comics. Thank God kids used to spend vacations. Oh, Junk Man. Daniel would have been mad without these. Also, Comics. 1 Euro hat's gekostet, in Kanada 1,25. 3. September mit gratis Poster, oh Dog Man. Mein Senf ist fantastisch. What the fuck? So. This room is fucking cold, so we put everything we didn't need in it and wir brauchen das Feuerzeug. Oh. Zelt aufgebaut. Spielt mit seiner Superkraft wieder rum. Gotta love one-hit wonders. Schau uns Zeug. Feuerzeug. Time to get warm. Yeah. Daniel doesn't need to see this. Sehr geehrter Patrick, dies ist eine Erinnerung an Ihren geplanten Chemo. Therapietermin in Hope Patientenzentrum am 8. September um 14 Uhr. Bitte lesen Sie diese beigefügten Anweisungen zur Vorbereitung auf Ihren Besuch. Falls Sie Fragen haben sollten, rufen Sie bitte unser Hauptbüro unter 555 Hope von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr an. Von den Grüßen Dr. Fischer. Ja. No excuse not to binge read. Of course. He's the town fucking hero now. Örtlicher Held. Während Raubüberfall von Flüchtlingen angegriffen. Ich kotze im Strahl. Die Polizei untersucht einen Raubüberfall, der durch die zwei Ausreißer aus Seattle durchgeführt wurde, die für den Tod eines Polizeioffiziers im Oktober verantwortlich sein sollen. Hank Stamper besitzt eine Tankstelle am Highway 5 und eine Stütze der Gemeinschaft. Muss kurz kotzen. Sagte er, konfrontierte die Bürger Sean und Daniel Diaz, nachdem sie angeblich Gegenstände aus dem Laden stahlen. Also das stimmt ja, das ist, ich meine, das ist, wir haben geklaut, aber nicht, weil wir Mexikaner sind. Stamper sagte der Polizei, dass die Brüder in die Wälder kamen. Ja, ich hatte Angst. Sie wissen, wie verrückt Kinder heutzutage sind. Weiter auf Seite 5. Was ein Arschloch. How can I feel bad for him? Familie erinnert sich an sanften Polizisten, der in die Schießerei in Seattle starb. Ashley Matthews, Schwester von Wachtmeister Kendry Matthews, der in dem geheimnisvollen und kontroversen Vorfall von Seattle starb, welche zwei Tochter hinterließ, hat eine Mitteilung veröffentlicht in Bezug auf Drohungen, die er erhielt und auf Kritik, die online an Beamten geübt wurde. Mein Bruder war ein lieber Mensch, der nur 6 Monate lang Polizist war, und an diesem Tag nichts hätte allein sein sollen. Mein Herz ist bei
der Diaz-Familie, die ein Opfer dieses furchtbaren Unfalls auch uns. Die Polizeibehörde benötigt mehr Mittel, damit kein Beamter alleine auf Patrouille gehen muss, wenn sein Partner krank oder nicht verfügbar ist. Kindred widmete sein Leben der Unterstützung anderer, besonders Kindern in gefährdeten Heimen. Gefährlich bestimmt auch. Und stellte seine Zeit stets für die Wohlfahrt zur Verfügung. Es ist leicht, hinter einer Tastatur zu sitzen und zu urteilen und ihn anzugreifen. Doch genauso wie wir um andere trauern, trauern wir um einen Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Wonder where Brody is now. Oha. Oh yeah. Wir müssen mal Feuer machen. Sean, ich bin in besser. Ah ja, okay, den haben wir schon. Den haben wir schon mal gelesen. I'm used to Ink, so this will be different. Dead for a week. But at least we got some news. Mit dem reden wir gleich. Ich mache nur gerade mal Feuer. Mach's warm hier. Here we go. Hold on, Mushroom. We're gonna build a fire. Aber sehen da draußen nicht Leute? Das ist ja ein Ofen, der durch den Kamin funktioniert. Es ist Winter. Und, wenn der so. Es ist ja. Es wird zum Schornstein gehen und dann wird ja. Da wird ja draußen ein Schornstein sein und da wird es draus qualmen. Und Leute aus der Nachbarschaft, ich weiß nicht, ob es hier eine Nachbarschaft gibt. Ja. Next time we'll call the forest cops. Und werden es doch, die werden auch wissen, dass hier nach seit langer Zeit keiner mehr wohnt. Und wenn es dann hier, ich weiß nicht. How you doing, Mushroom? He looks so serious on this picture. I still can't believe he's gone. I miss him so much, it hurts. Kann man ein bisschen reden? I know, Daniel. It's okay to think about him. I do it too. Okay. Dude. You'll be moving cars around in no time if you keep improving like that. Really, did so? Well, that'd be a bad idea, but you sure are getting good at this. I wonder if there's anyone else like me. I think we'd know it by now. Tja. Einen sauberen Topf für den Essen zu bereiten. Das ist ein guter Plan. I can't believe how much Daniel's powers have improved over the last weeks. Tough choice. Okay, was nehmen wir? Konservenravioli, Konservenravioli, Konservenravioli oder Konservenravioli? Tja. Bin mir zwar nicht ganz sicher. Ich nehme Konservenravioli. War eine schwere Entscheidung. Ein Topf. Daniel needs to eat something after all that psychic crap. Ob der sauber ist, ich weiß es nicht. Mindestens halbwegs hygienisch. Der Besen. I wonder how far it can go. Dosen Ravioli zum Mittag. Immerhin etwas. Ich meine, ich glaube die beiden sind sehr glücklich drüber. Das ist nahrhaft. Oha, du hast da hast du einen Topfdosen Ravioli in dir. Okay, Essen machen. We really lucked out stumbling into this house.
Nah, it's not ready yet. Ja, das steht doch erst jetzt. Paar Sekunden. Können wir dann hier reden? Nicht wirklich. Das Zelt können wir uns noch angucken.